gestern. Fast 240.000 Neuinfektionen und eine Inzidenz von rund 1.700. Deutschland mitten in der größten Infektionswelle seit Beginn der Pandemie. Ist für euch Corona denn noch ein großes Thema aktuell? Also ich hatte es schon, ich bin genesen, geboostert, alles immer. Ich teste mich regelmäßig, von daher bin ich da so ein bisschen entspannter jetzt. Ist kein Thema mehr so wirklich. Also man hat es irgendwo auf dem Schirm, man muss schon wirklich dran denken, dass es das ja auch noch gibt, die Pandemie. Ist es gerade ein großes Thema noch bei Ihnen persönlich? Ja, auf jeden Fall, weil die Regeln werden für mich auf jeden Fall zu schwach. Ich denke, Vorsicht ist nach wie vor angebracht. Kennen Sie noch die aktuellen Inzidenzen in Deutschland? Nein. Oder verfolgen Sie das überhaupt noch? Nein, ich will es gar nicht mehr wissen, ehrlich gesagt. Weißt du noch, was die aktuellen Regeln gerade sind? Nee, muss ich ehrlich sagen, nein. Und die Inzidenzen? Auch nicht. Blickt man da noch durch? Ich nicht, aber ich habe mir die nie so zu Gemüte geführt. Am Wochenende sollen jetzt weitestgehend alle Maßnahmen fallen. Ich finde schon gut, dass es sich jetzt wieder so ein bisschen lockert, auf jeden Fall. Ich bin der Ansicht, dass man so viel wie möglich noch die Masken tragen sollte. Also ich werde sie auf jeden Fall auch noch weiter tragen. Dass die Maskenpflicht wegfällt in Geschäften, finde ich persönlich nicht gut. Ich würde die Maske, wie Sie sehen, weiter tragen. Ein letztes Schlupfloch für strengere Maßnahmen könnte in Zukunft die sogenannte Hotspot-Regel sein. Weißt du, was es mit den Hotspot-Regelungen auf sich hat? Nein. Keiner kann sie im Endeffekt durchblicken im Grunde. Ich weiß nicht, ob die Politiker selber wissen, was sie da machen. Finde ich auch schwierig. Ich frage mich auch, ob da irgendwer richtig durchblickt, was das genau bedeutet. Da habe ich nur mitgekriegt, dass die nicht ganz fest liegen, die Regeln, dass das eine ziemlich schwammige Sache ist und dass Lauterbach das auf die Länder schiebt und die Länder das nicht besonders gut finden. Wie finden Sie das? Wischiwaschi, das ist Mist. Herzlich willkommen dennoch, Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, ist bei uns mal wieder. Schön, Sie hier zu haben. Ich muss gleich zu Beginn unseres Gesprächs ein Geständnis machen. Ich kenne ja zwei Karl Lauterbachs. Ich kenne den Wissenschaftler, Epidemiologen, der wirklich immer davor gewarnt hat, zu früh zu lockern. Und dann gibt es noch den Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der auf Druck der FDP Maßnahmen zugestimmt hat zur Lockerung, pünktlich zur Rekordinzidenz. Welcher der beiden Lauterbachs sitzt heute hier? Es gibt nur einen und es ist in der Tat, Politik ist ja Kompromisse machen. Und also Kompromisse sind ja nicht nur Kompromisse mit der FDP, sondern also in der Ampelregierung. Wenn man nicht bereit ist, Kompromisse zu machen, dann kann man nicht ein politisches Amt bekleiden. Aber wenn Sie es als Kompromiss bezeichnen, dass wir in der absoluten Hochphase der Pandemie, was Infektionszahlen, was Ausbreitung des Virus anbelangt, alle die Masken von uns werfen und wieder in Großveranstaltungen gehen und so tun, als sei das Gröbste geschafft, dann ist es doch ein fauler Kompromiss. Ein fauler Kompromiss sei dahingestellt. Aber ich hätte es zum Beispiel für also richtig gefunden und hätte es auch epidemiologisch also für begründbar oder für richtig gefunden, wenn bei den hohen Inzidenzen überall die Maskenpflicht geblieben wäre. Beispielsweise in den Innenräumen, so wie wir das jetzt auch noch also in dieser Woche haben, was nächste Woche wegfällt. Das hätte ich richtig gefunden, also wenn man dabei geblieben wäre. Aber die Rechtsauffassung des Bundesjustizministers war, dass das nicht mehr möglich war. Und zwar deshalb, weil es keine also Gefährdung der Gesundheitsversorgung deutschlandweit gibt. Somit war die Rechtsauffassung die, dass also nur dann, wenn bundesweit also eine Bedrohung der Gesundheitsversorgung für also die gesamte Gesellschaft besteht, eine solche allgemeine Maskenpflicht noch begründbar wäre. Und damit muss ich dann arbeiten, wenn das der Bundesjustizminister qua Amt sagt, ist das für den also Gesundheitsminister auch bindend. Und damit war eine also Fortsetzung der Maskenpflicht, um ein Beispiel zu nennen, nicht mehr möglich, obwohl das medizinisch einem sehr sinnvoll erschien. Aber damit jetzt zu arbeiten, heißt für Sie ja sehr kuriose Wege gehen. Sie haben zum Beispiel jetzt appelliert an die Einzelhändler, per Hausrecht dann eine Maskenpflicht durchzusetzen in den Geschäften. Das heißt, über die wahrscheinlich wichtigste epidemiologische Schutzmaßnahme, die Maske, entscheidet dann ab Samstag der Marktleiter bei Edeka. Naja, der Marktleiter, der kann sein Hausrecht also geltend machen, derweil also die Möglichkeit des Bundesgesundheitsministers, eine deutschlandweite Maskenpflicht umzusetzen, nicht gegeben ist, weil der Bundesjustizminister qua Amt also feststellt, das geht halt nicht. Aber dem Epidemiologen Lauterbach rollen sich doch die Fußnägel hoch, dass das so ist wahrscheinlich. Nein, ich muss damit leben, ich muss damit arbeiten. Das hätte für jeden anderen ja auch gegolten. Also jeder, der jetzt quasi einen solchen Kompromiss hätte verhandeln müssen, der hätte sich auch damit also abfinden müssen. Es gibt ja vieles, was sagen wir, medizinisch wünschenswert ist, was aber rechtlich nicht geht. Das war ja übrigens schon in anderen Phasen der Pandemie so.
Und das muss man dann vertreten. Dann ist man entweder ehrlich und sagt, das ist halt so. Ich habe dann versucht, das Beste herauszuholen, indem ich also argumentiert habe, geht es denn dann wenigstens dort, wo die also, Überlastung des Gesundheitssystems droht. Und das also, muss dann auch der Justizminister einräumen. Daher die Hotspot-Regelung, dort, wo die Überlastung des Gesundheitssystems droht, da kann man die Regel machen, aber nicht mehr deutschlandweit, weil deutschlandweit diese Bedrohung nicht da ist. Das heißt, die Länder können jetzt entscheiden, sie sind ein Hotspot, wenn nach ihrem Maßnahmenkatalog planbare Eingriffe verschoben werden müssen in den Kliniken, wenn die Notfallversorgung gefährdet ist, wenn in der Pflege Untergrenzen unterschritten werden und wenn Patienten in andere Kliniken sogar verlegt werden müssen aufgrund des Corona-Aufkommens. Aber wenn das alles gegeben ist, dann ist die Notlage doch schon da. Also nein, dann sind wir doch schon mittendrin im Problem. Wenn das droht, das muss nicht gegeben sein. Also wenn das droht. Wenn jetzt beispielsweise die Untergrenze noch nicht erreicht ist und also an einigen Stellen werden schon also Eingriffe abgesagt, dann droht die Überlastung. Und die drohende Überlastung reicht schon. Somit, und da war ich auch der gleichen Meinung wie der Justizminister, das ist also an vielen Stellen ist das jetzt belegbar. Die Länder haben leider, es gab dann ein Ping-Pong-Spiel, ein Schwarze-Peter-Spiel. Die Länder haben dann gesagt, oh, wir hätten aber lieber eine bundesweite Regelung, die rechtlich nicht geht, wie ich gerade ausgeführt habe. Daraufhin habe ich dann die Länder aufgefordert, das zu nutzen, was geht. Und es ging dann hin und her. Dann hat man das, was in der Politik so oft ist. Also dann wird eine Schuldzuweisung artikuliert. Also man spricht, es wird viel gesprochen, aber es passiert nichts. Und das ist natürlich unschön. Daher bin ich sehr dankbar, dass in Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg jetzt tatsächlich die Regel genutzt wird. Ich hätte sie mir auch in anderen Regionen gewünscht, weil wir haben sehr hohe Fallzahlen. Es sind gestern sind 350 Menschen fast gestorben an Corona. Wir sind in einer unglücklichen, in einer schlechten Situation. Ich kann immer nur sagen, also es war einfach nicht möglich, rechtlich nicht möglich, eine bundeseinheitliche Regelung durchzusetzen. Meine einzige Alternative wäre gewesen, ich hätte auch gesagt, okay, dann machen wir gar nichts. Ja. Aber dann hätten wir bis zum 2.4. gar nichts mehr gehabt. Dann hätte ich mich, sagen wir, profilieren können als derjenige, der einem Kompromiss, der hilft, aber nicht perfekt ist, nicht zustimmt. Das wäre vielleicht für mein Renommee günstiger gewesen, aber kein Bürger hätte davon etwas gehabt. Erinnern wir daran, dass die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern seit Februar, ich glaube, um 60% angestiegen ist auf aktuell 25.000 so rund. Hab den Eindruck, Föderalismus ist nicht in allen Bereichen eine gute Idee.